Wulverwutz, es wird dich verdammt nochmal freuen, quasi nach deinem grandiosen Aufholjagd-zweiten Platz. Haben wir jetzt... Haben wir was Schinkens. Wir haben jetzt ein Special. Ausgerechnet ein Spa, Alter, voll geil. Wir haben ein Special für die 12. Special für die 12. Es gibt jetzt voll auf die 12. Voll auf die, also voll auf die Oma. Wir müssen jetzt einmal fortsetzen. Ja. Und dann gibt's jetzt... Wir hatten den katalonischen Grand Prix... Hatten wir und jetzt gehen wir nach Spanien. Jetzt gehen wir nach Spanien, wir machen einen Klassiker draus. Klassiker. Jerez de la Frontera. Nix reimt sich auf Perez. Haben sie alle gedacht, da fahren wir nach Jerez. Okay, und los. Ah, Jerez. Jerez, der Wahnsinn, ey. Jerez de la Frontera. Oh, scheiße, Alter. Ja, das habe ich immer gesagt. Ja klar, startest du auf 2. Oh, hey, der Rosberg. Ja, was ist hinter mir stehen? Ich hasse die Kinder. Jerez. Jerez. Jerez schafft Zeit noch mal. Alter, ich kenne die Strecke doch gar nicht mehr. Das wie, du so lange das, wie du hast das WM-Finale 97 nicht mehr im Kopf. Ist wo so der Schuh mit dem Jacques Villeneuve in die Karre gefallen ist. Ja, okay, und ich drehe mich. Der ist Ella Frontera, wirklich. Ist schon geil gewesen, gell? 97. Aber du siehst, die Strecke ist so eng, die ist eigentlich gar nicht mehr gebaut für die Autos, die hierher fahren, aber ist wurscht. Diese hierher fahren, bist du Blondie oder was? Ja, ein bisschen schon. Hashtag Blondie. Sind wir nicht alle ein bisschen Blondie? Nein. Ja, manchmal. Außer wenn... Nein. So Blondie kann man gar nicht sein. Okay. Ob der wohl zu gut. Der zuguckt, der muss mal arbeiten. Der hat gar keine Zappel. Der ist ja quasi voll im Leben. Vielleicht guckt er es nach. Nach der Arbeit. Nach der Arbeit zum Feierabend, der ist mein Partner im Weltmeister. Oh, der Weltmeister, aber der hasst mich ja dafür. Genauso wie nächsten Montag. Also, ich weiß nicht, wann dieser Part ausgestrahlt wird. Definitiv nicht nächsten Montag. Ja, richtig. Dann bin ich sehr wahrscheinlich schon. Drei. Ich werde hier quasi ausstrahlungstechnisch. Könntest du. Er ist dreifacher Weltmeister, wenn ich den Trackmania-Weltmeisterschaftstitel schon geholt habe. Ja gut, den hast du ja schon. Den hattest du ja schon vor zu Bart. Ach nee. Ich kenne die Strecke nicht. Fest, aber souverän hier. Alter, ich habe genügend Skillwasser getrunken. Ich raff das Spiel langsam. Ist das jetzt ein Geheimnis, dass ich nach ein paar Bier die Spiele besser kann als vorher? Hör mal, ich habe dir doch schon 5 Bier eingeflößt, aber du wolltest ja... Was denn denn immer? Oh, Webber, ja, dräng mich nach draußen, ist okay. Ja, da kommt der Hamilton. Welches durchgereicht? Wäre geil, damit die Meisterschaft nochmal spannend. Nehmen wir mal. Doppelsieg again, oder was? Rechts, die leicht nach oben geht. Aber ich 97 ist jetzt auch ein paar Jahre her. Ja, aber, ich nicht, schon. Aber wir haben ja vorhin noch gespielt. Stimmt, aber Jerez ist Saisonfinale gewesen. Alonso! Alter Webber. Webber wird auch immer aggressiver von Rennen zu Rennen. Hab ich schon Erfahrung gemacht. Alonso, der hat noch was. Das wäre ja ein Kalibera gerade noch. Stimmt, jetzt wieder nach vorne. Ja, geht das. Ich hätte die Klappe schon. Vielleicht ist sie auch gerade auf dem Weg zu Post. Was sagst du? Du bist nur Postmanns. Ich dachte, die wird hergeverschickt. Ach so, ja, oben Pirli. Aber dann schicken wir halt direkt zum Blondie. Richtig. Der kann alle das Pille immer gebrauchen.
Der ist schwer, bitte nicht. Ich hab dir noch gar kein Bier von unserer Brauerei mitgebracht. Wir haben doch jetzt ein echtes Rennstreiter. Ja, ist das so. Das haben wir jetzt. Oh, der Rennstreiter Hennes. Oh Gott. Als Augustiner in Schaumstein. Aber du hast meine Heimat. Dass ich das noch song doch. Ich glaub's auch kaum. Ja, ich krieg diese Kurve auch nicht ein verficktes Mal. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist ein Verkehrsübel. Wow, gleich so viel. Und Massa! Massiv, wie er hier fährt. Ja. Man muss ja sich zusammenreißen. Man muss mich immer zusammenreißen, ne? Alonso, pass bitte auf, bitte. Komm. Another Doppelsieg, please. Another way. Oh. Der Scream der Ohrfirma. Die Resta-Rampe. Guck mal, klassisch ausbeschaut. Bei dir ist eh wurscht. Vettel verkackt wahrscheinlich auch, während du verkackst. Ich stimme schon wieder diese Ferrari-Dominanz an die Spitze. So, diese Doppelsiege, jetzt haben sie gefallen, deine Film. Das Schlimme ist, auf den Klassikstrecken gibt es kein DRS. Heißt überholen, nein, nein. Das ist fair. Auf den Klassikstrecken bin ich quasi dahorn. Dahorn. Aber der Kevin wusste ja, dass ich hier daheim bin. Ja, daheim in dem. Du bist ja kein Kataloner, du bist ja. Ja. Mit euch. Deswegen sind wir nach Spanien gefahren. Weil Katalonien ist ja jetzt eigentlich. Das hat Bernie gesagt. Also, der Druck wird hier gerade immens ekelhaft hoch. Ey, hau ab. Ich höre, wer auch immer da hinter mir gerade war. Ich weiß nicht, ob es der Vettel war oder sonst was. Es ist ein blaues Wunder! Jawohl! Okay, und... Home is where the wolf is! Und da ist doch der Vettel! Ich sag doch, wenn du verkackst, verkackt er auch! Die Fotzenleckerei hier! Oh. Jawohl! Okay, und Rote macht vorne Doppelsieg! Jerez de la Frontera, meine Damen und Herren. Ferrari an die Macht. Komm, was du machen? Ich weiß, wer keinen Punkt mehr Vorsprung von Vettel hat. Okay, doch. Der Vettel hat für dich einen. Yes! Sieger Jerez, der ist für euch, Mann! Ach du Scheiße! Und jetzt gibt's eine Community-Session mit dem Weltmeister, richtig? Weltmeister, richtig? Belt. Und dem Weltmeister Belt hat er. Belt hast du auf jeden Fall. Und los geht's, Leute! Frag den Kevin was! Frag mich alles, wo ich's nicht beantworten kann. Der Alonso. Alonso. Alonso holt damit echt viele Punkte, ey. Mark Webber hat auch Interesse, ey. Ja, jetzt holen sie alle über 100. Ne? Ja, jetzt holen sie über 100, du.
Not bad. Hamilton. Ja gut, der hat schon etwas öfter über 100. Der wird theoretisch noch zu eurem größten Konkurrenten, ey. Der guckt sich an, wie wir Scheiße fahren. Ja. Und schlägt sich nach vorn. Der Sauburn. Romeng. 8 Points. Jenson. Kommt damit auf glatte 60. Ja, Weltklasse, der Mann. Der Vettel holt, jetzt haltet euch fest, 4 Punkte und der Kevin 2. Somit ist... What the fuck, was hat der Nightbot geschluckt? Was? Da. Ja, mein Gott, Wetter vor Kevin. Du bist halt sehr windig. Minus, ice cold. Minus 8 Grad, du bist ein bisschen kalt, oder? Du bist ein bisschen unterkühlt. Unterkühlt. Damit ist wieder Vettel ein Punkt vor Kevin. Also spannender kann man die Meisterschaft nicht machen. Der Meister schurft. Oh mein Gott, ey. Nee, ich kann die alten Strecken nicht. Zack, gewonnen. Machen wir so, Wolf. Alter, ich bin warm. Ich hole mir jetzt gleich noch ein Bier und dann bin ich noch viel wärmer. Okay, und uneinholbar. Siguero in Jerez. Dankeschön. Dankeschön. Nee, ich danke vor allem meiner Freundin. Ja. Denn seit sie hier ist, bin ich noch nicht unter 2 gefahren. Merkst du was? Geh aus dem Raum, Lola. Das wird noch gefährlich hier. Wie glatt denn der Wolf jetzt? Nicht viel. Es lohnt sich nichts zu erwähnen, aber wieder Top-Sieg Ferrari! Die holen ja noch die Konstrukteurs-WM. Wenn wir so weitermachen, auf aber jeden Fall. Aber das Gute Fall. Ist, dass der Hamilton... Ja, der Hamilton ist halt... A bisschen OP. Passion.